Shuriken! Das soll gruselig sein, habe ich gehört. Nackt. Nackt, hat sie gesagt. I'm so glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Thank you. I'll never understand why you chose such a macabre field. There's nothing disturbing about it. It's just that I'm proud of you. I really am. You've come so far. So, you haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or...? They actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No. Danke schön für die Likes. He's actually located around here. River Fields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma. Even I've heard things about that. Ach, das ist die Oma. Ich dachte, das wäre die Mama. Mit so ein bisschen Crack. Make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, here. I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. Hallo, ich glaube, das ist nur bei euch so. Thanks. Warte mal. All right. Enough spooky stuff. Ich kann gerade keine Pause machen. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Ich stell mal runter. Danke für die Rose. Ist auf Ultra eingestellt. Hat aber von alleine eingestellt. Ich vermute mal, auf Ultra und zweimal streamen gleichzeitig ist ein bisschen viel. Vermute ich mal. Ich stell es mal runter. Auf High. So. Close it. Exit. Ach, jetzt startet er einfach neu. Kacke! Manchmal fühle ich mich schon ein bisschen verarscht. Für was habe ich eigentlich so viel Geld da rein investiert, wenn dann die Hälfte eh nicht funktioniert? So, Mama, continue. Kacke produziert man und macht man und sagt man. So. Jetzt hoffentlich geht es jetzt besser. Brauch mal wieder ein bisschen Bumsi. Ja, was geht's da so? Alright, here we go. Sind jetzt die Untertitel aus? Warte mal. Hä? Ne, da haben sie keinen Bock gehabt drauf, oder was? So, pass auf. Oh Gott, jetzt muss ich das mit Maus und Tastatur. Ach du Scheiße, die Maus bewegt sich ja gar nicht. Controls? Das ist viel zu schnell. Ah, da sterbe ich ja, da wäre ja Augenkrebs. Machen wir mal die Hälfte davon, so. Klose. Nee, das... Alter, wie... Gibt's hier nur überempfindlich oder gar nicht empfindlich oder was? Ah, ich denke, so kann ich leben. Du kommst später wieder. Hä? Ach so, weil dein Kind wach ist. Jetzt läuft's flüssiger, oder? Ich hoffe, ihr seht jetzt auch mein Gesicht. Das ist ein Detail. Ah.
Das gefällt mir. Hallo Moonlight. Ja. Da hängen noch ein paar Kackerreste drinnen. Die müssen wir schon wegspülen. Das ist wichtig. Die macht einfach Sachen auf. Die traut sich ja was. Oh, schau mal, der Kopf bewegt sich sogar mit. Titten. Vagina. Spülung. Ja, deswegen drücke ich ja so oft, weil das gar nicht sein kann. Oh, da kann man wieder Sachen rumschmeißen. Kann ich das aufs Klo stellen? Hier ist nichts, oder was? Oh, wieder Schubladenöffner. So, wieder gar keinen Bock. Dass sie diese Schubladenöffner nicht endlich mal aus den Spielen rausnehmen. Hallo? Was? Ich lege diese Akte da rein. Nein? Dann mache ich das nicht. Rebecca, one last thing I forgot to give to you. Please grab a pencil from my desk and sign. Thanks. Das kriegen wir hin. A pencil from the desk. Ich use this, um zu signen. Quick Inventory. Was ist ein RMB? Was? Was? Right mouse button, oder? Ah. I can't use that here. Warum nicht? Ja, sein halt. Okay. Got it. So, jetzt? Mach mal hier auf. Jetzt, jetzt kommt der erste Tote. Das ist ja unser Job. Wir müssen hier. Oh, der hat einen kleinen Pete Pan. Angie, guck mal, der hat einen Penis. Rebecca, great, perfect timing. Oha. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. Okay, wir bringen den zurück. Ich sehe halt gar nicht, wo ich hinlaufe. Hallo, ich bin schön. Linke Maustaste. Kann ich den auch irgendwie drehen? Ist ja richtig mit Physik und so. Ui. Schau mal einer an. Dann muss ich den noch wieder reinfahren da. Komm. Aha. Wir machen das schon ordentlich. Das ist unser erster Arbeitstag. Ich glaube, hier bewegt sich noch nichts am Anfang. So, raus mit dir.
Hi. Schau dir mal ihr Schienbein. Gott sei Dank wackeln die Brüste nicht hin und her. Das wäre ja nochmal widerlich. Okay. Ich glaube, noch passiert hier nichts, weil da ist ja noch jemand. Was machen wir? Alright. I'm just finishing up something here. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks? I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Leer. Okay. Dorothy Page, Alter 87, meine Freunde. Hallo Lena, du darfst nächste Woche Mittwoch nach Hause. Herzlichen Glückwunsch, freut mich voll für dich. Dann untersuchen wir als erstes den Kopf. Da ist der Kopf. Inspection a body. Aha. Mal rumklicken, oder? Mal ein bisschen ins Auge popeln. Die Nase. Wir rotaten das ganze Ding. Also ich sehe hier nichts Auffälliges. Für mich ist das... Nein, kann man hier nicht das Genick brechen. Für mich ist das ein völlig normaler Körper. Einer alten Frau, die gar nicht so viele Falten hat, wie man eigentlich erwarten würde. Aber hier ist auf jeden Fall ein Hämatom. Das müssen wir uns anschauen. Na, sowas geht da. Hier. Hat er jetzt gemalt, oder was? Dann rotaten wir das mal. Okay, hier ist nichts. These old windows never stay latched. Ja, ja, am Arsch, Alter. So, schauen wir mal den vaginalen Bereich an. Jetzt alle bitte, die das nicht aushalten, wegschauen. Wir untersuchen jetzt die Vagina einer 87-Jährigen. Ach, doch nicht. Dachte, wir gehen da in den Bereich. Und die Füße. Schau mal, das stinkt richtig. Man sieht hier schon so Dunstwolken. Dein nicht vorhandenen Popo. Okay. Fertig, oder was? Was hat die da jetzt aufgemalt? Hey, Kollege. Ach so, da gibt's da noch eine andere Seite. Climb on in here and put everything into the record system. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. Mit was starten wir dann? Hi. Du siehst schon ziemlich mitgenommen aus. You'll die here. What was that? I didn't say anything. You all right? Yeah. I'm fine. Sorry. Muss ich das jetzt eingeben? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah. Contusion. Haben wir alles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Sachen. Die Dorothee. So, jetzt haben wir das ausgedruckt. Da ist leuchtender Schuh ab. Steht der da jetzt? Hat der mich jetzt hier die ganze Zeit beobachtet?
Wo ist denn der Drucker? Ist ja nett, dass die mir da den Weg sogar. Ach so. Na, da muss ich jetzt das Ding holen, aber wo war denn der? Ach da, okay. Genommen. So, und den Schmarrn, den hauen wir jetzt da rein. Siehst du, ich könnte eigentlich hier da schon arbeiten, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte halt eigentlich gar nicht mehr arbeiten. So, jetzt muss ich hier, glaube ich. Das da. Hat die das einfach fallen lassen? Time to embalm. Yay! Was heißt denn embalm? Time to embalm. Einbalsamieren, oder was heißt das? Alright. I've set everything out so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. Everything's on your list there if you need it. Huh? Wire jaw shut with needle injector and settings needle. Bist du ein Needle? Needle injector. Und was muss ich noch machen? Was ist das? Setting Needles, die brauche ich. So. Und jetzt muss ich hier irgendwas machen damit, oder? Wo muss denn das rein? Was will denn der von mir? Was ist ein Wire Jaw Shut With? Wire Jaw? Was ist denn? Brauche ich hier einen Übersetzer? Was ist ein Wire Jaw? Hallo, Herz gebrochen. Butter sie ein, Zocki. Oh, Lena. Wire Jaw Deutsch. Drahtbacke. Ich muss hier jetzt eine Drahtbacke verpassen, oder was? I can't use that here. I can't use that here. Ist es wirklich so? Danke fürs Teilen, Angie. Macht man das so? There we go. Das ist der Mundzug nett. Jetzt brauchen wir die Eierdinger. Eye Caps. So, die müssen da auch noch rein. So. Placing Eye Caps. So. Und so. Alright. Alright. Mix embalming fluid in pump. Okay. Glutaraldehyd, Methanol, Humaktant. Formaldehyd, Formaldehyd. Alles, oder was? Formaldehyd. Das da. Dein Ernst? Du kannst nur eins von denen. Das ist aber blöd gelaufen. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. And it can make them pop like that. Just keep doing your thing. Ja, okay. Kann man das nur so easy?
So easy nimmt er das einfach so hin, oder was? Fertig. Jetzt pump ihr den Scheiß rein, Bruder. Make an incision in the carotid artery and jugular vein with scalpel. Okay, also ich muss da in diese Vene reinschneiden. Das kriege ich hin, Bruder. Das kriege ich hin. So, jetzt muss ich hier die Vene finden, in die das rein soll. Hier. Siehst du das? Voll eklig. Was muss da jetzt rein? Use forceps to clamp tubing to both veins and connect to... Das da, oder? Und das da. Und das... Can't hold anything else. Ja, ist schon gut. Ist schon gut. I'm missing something. Ja, hier. I'm missing something. Ah, sie misst noch irgendwas. Was misst sie denn? Was habe ich denn vergessen? Das da vielleicht. I can't hold anything else. The skin of the large item. Schere vielleicht. Oder wollen wir noch was aufschnibbeln? I can't use that here. Und jetzt pumpen wir dir die Soße rein, oder was? Ist das so der Sinn? Angie, ich glaube, das war nichts mit, dass viele Leute zuschauen. Ganz im Gegenteil. So, wie lang so? Okay, jetzt removen wir das wieder. Und machen das wieder zu. Schön machen wir das, richtig sorgfältig und ordentlich. Fill an empty IV reservoir bag with... Cavity fluid then insert trocker into the abdominal cativar. Okay, pass auf. Hast du das gesehen? Da war was? Ich habe das genau gesehen, dass da was war. I can't hold anything else. Ah, ich brauche aber das Reservoir-Ding. I can't use that here. I can't use that here. Ja, ich brauche aber das Reservoir-Ding hier. Drop. Take this. So. Cavity Fluid. Wo ist hier Cavity Fluid? Ich hab das am Fenster. Ah, da. Hab das am Fenster genau gesehen. Da, Cavity Fluid. Okay. Jetzt haben wir Cavity Fluid. Drocker into the abdominal cavity. Abdomen ist der Bauch. Hier.
Wie widerlich einfach. There we go. Hast du, guck mal. Mix cleaners in bathroom close to create tank cleaner. Aha. Okay, dann gehen wir jetzt in the bathroom. Can't hold anything else. Warum nicht? Can't hold anything else. That's not it. Hä? Habe ich das in der Hand? Ja, oder? Gut. Die Vase. Sag mal, TikTok ist kaputt, oder? Da passiert schon wieder nichts mehr. Hallo Mona, ja, TikTok ist auch wirklich scheiße. Also wirklich, ich bin echt enttäuscht von TikTok. Geht mir richtig auf die Nerven. Ich glaube, ich mache jetzt dann kein TikTok mehr. Was soll denn das? Seit einer Viertelstunde wurde nicht ein neuer Typ algorithmusiert. Das ist echt scheiße. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was ich tun soll. Apply Moisturizer to Facial Features. Hä? Was will die ja von mir? Was ist denn ein Moisturizer? Bist du ein Moisturizer? Tatsache. Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Er ist unheimlicher als alle anderen. Hä, aber habe ich doch gerade gemacht? Was soll ich machen? Was hat er gesagt? Go ahead. It's fine. I'll give you a call when we get someone in. Soll ich gehen oder was? Ciao, Pitti. Geh halt heim. Zu fest gerubbelt? My first buddy. Yay. Ich glaube, man kann gar nicht fest genug rubbeln bei sowas. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So, that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. I have another call. Hello? Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No, no. I wanted to apologize. Lix, ich hab grad nur eine Nachricht bekommen. Had a fantastic job. Just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got three new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. Favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again.
Bye. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go, like, right now. I'll talk to you later. Where are my keys? Ist es da ein Fernseher von der Marke Sorni? Aus. An. So, wo sind meine Schlüssel? Die hat halt einfach... So, ich muss mich hier erstmal ein bisschen heimisch fühlen. Und das geht nur, wenn ich ein bisschen Unordnung schaffe. So. Ein paar Sachen rumschmeißen. Da sind die Schlüssel. Ich finde die Keys. Und jetzt gehen wir. Arbeit, Arbeit. Danke für das Fingerherz.